Hallo und herzlich willkommen hier vom Flughafen Hongqiao in Shanghai. Ich habe die nächsten 4 Tage was Besonderes vor, und zwar fliege ich nach Kunming. Das liegt im Südwesten Chinas, und es ist eine sehr besondere Reise, denn ich verreise mit meinen Kollegen. Das heißt hier in China Outing. Dafür bekommt man von der Firma einen entsprechenden Geldbetrag als Zuschuss, und wir haben auch einen Tag Urlaub bekommen, sodass wir wirklich 4 Tage, einen Tag Urlaub geben wir dazu, wirklich China erkunden können. Und wir haben uns für Kunming entschieden. Das liegt in der Yunnan-Provinz. Da gibt es die meisten ethnischen Minderheiten, und das heißt, wir werden sehr, sehr viele unterschiedliche Trachten, aber auch sehr viel unterschiedliches Essen sehen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich, wenn ihr mitkommt. Hier an unserem 2. Tag in Kunming. Ich muss sagen, bisher gefällt es mir sehr gut. Die Leute sind ein bisschen relaxter, wie meistens im Süden von China. Und wir werden heute vor allem 2 Attraktionen sehen. Die erste, für die ist Kunming sehr bekannt. Das ist der sogenannte Steinwald. Und danach geht es für uns unter Tage in ein Höhlensystem, bevor wir dann weiterfahren mit dem Zug nach Puzhehe. Guten Morgen in Puzhehe. Wir sind jetzt hier gestern Abend mit dem Zug angekommen, und leider regnet es heute Morgen, sodass wir anstatt einer großen Wanderung leider nur eine kleine machen können. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie weit wir überhaupt kommen, denn es regnet schon doch sehr stark. Jetzt der Regen verzogen, und wir haben eigentlich traumhaftes Wetter. Es ist zwar immer noch ein bisschen kalt mit 10 Grad, aber nach einem sehr nahrhaften Mittagessen, unter anderem gab es Hühnchen im Lotusblatt.
sind wir jetzt hier auf einer kleinen Bootstour und ich dachte mir, ich nutze die Zeit mal, um ein bisschen was zu erzählen von Puchichei. Das ist eigentlich ein Dorf in chinesischen Verhältnissen. Hier wohnen nämlich nur 160.000 Menschen in dem Gebiet so ein bisschen und in dem Ursprungsdorf eigentlich nur 10.000. Also wenn ihr das mal vergleicht in China, sonst haben die meisten Städte eigentlich Millionen Einwohnerzahlen. Also Kunming hat so um die 6 Millionen. Das ist die Hauptstadt der Provinz Yunnan. Und deswegen, also das ist hier wirklich dörflich alles. Puchichei ist vor allem durch zwei TV-Formate hier in China bekannt geworden. Das eine ist ein ganz lustiges, ehrlich gesagt, das heißt Baba Junar. Da hat man berühmte Väter mit ihren Kindern in so eine Art Big Brother-Haus gesteckt und hat aber auch Ausflüge hier in die Umgebung gemacht. Das andere ist so eine Love-Story irgendwie gewesen, die vor allem zur Zeit der Pfirsichblüte hier war. Und das ist eigentlich auch das, was hier diese Gegend rund um Puchichei ausmacht. Also man hat sehr, sehr viel Natur, wunderschöne Natur. Und wenn die ganzen Blumen und auch Früchte hier blühen, hat man einfach wunderschöne Film- und Fotomotive. Was ist jetzt mein Fazit nach 4 Tagen Outing in Kunming und Puchichei? Es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich fand es total cool. Wir haben sehr, sehr viel gesehen, was hier landschaftlich zu bieten ist, aber auch von den verschiedenen ethnischen Minderheiten, so werden die hier genannt, haben wir auch viel gesehen. Und vor allem, was ich ganz cool fand, ist, dass wir so viel auch gegessen und probiert haben. Denn wenn man jetzt als Ausländer reist, ist es manchmal nicht so einfach, die lokalen Sachen rauszufinden. Selbst für die Chinesen ist es manchmal nicht einfach, muss ich dazu sagen. Und wir haben wirklich viel ausprobiert, viel gegessen. Und ich wollte euch mal eine Sache zeigen, die hier sehr beliebt ist. Denn was hier auch sehr viel hier angebaut wird, sind Blumen und vor allem Rosen, die hier auf dem Wochenmarkt kiloweise verkauft werden. Und es gibt diesen Rosenkuchen. Das sind so Blätterteig-Pastetchen, würde ich sagen. Die sind ungefähr so groß. Und da drin ist dann so eine Paste, die ist rot und die besteht auch zum Teil aus Rosen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns, denn wenn man die isst, dann hat man wirklich so einen Rosengeschmack auf der Zunge und man duftet dann entsprechend auch aus dem Mund. Was einfach mal eine coole Sache war, das auszuprobieren. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber war ganz cool. Und dann gab es natürlich auch noch viele andere Sachen, die unsere Kollegen uns zum Glück erklären konnten, wo man, glaube ich, so nicht dahinter gekommen wäre. Das Outing selbst war super organisiert. Ich muss sagen, die Kollegen haben sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, uns mit zu integrieren, uns Ausländer, sage ich mal. Und wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß, haben sehr, sehr viel gesehen, sehr, sehr viele schöne Fotos gemacht. Und ja, wir sind jetzt am Flughafen. Gleich geht's in den Flieger nach Shanghai. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Woche erstmal und bis zum nächsten Video.